Hey und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wieder in der altbekannten Position und in dem Video heute geht es darum, dass ich wirklich Gefallen daran finde am Filmen, am Videomachen und ich möchte jetzt anfangen zum Kurzfilmen zum Drehen. Zwar ist am Anfang nur relativ einfache Videos, weil ich einfach noch nicht wirklich viel Erfahrung damit habe, mit Erfahrung damit sammle. Und vor allem habe ich halt auch kein großes Budget, von dem her muss ich einfach mit ein bisschen einfacheren Sachen tun. Ja, ich wollte einfach euch als Community mal fragen, ob ihr Ideen habt, was ihr für Kurzfilm machen könnt, was ihr gerne sehen würdet, sagen wir mal so. Und ja, ich will jetzt mal dieses Jahr ein paar kleinere so Kurzfilme, 10, 15, vielleicht 20 Minuten lange Filme machen. Und wenn ich die gemacht habe, die was Wahres sind, das einigermaßen Wahres sind, ja, dann möchte ich eben einen Spielfilm drehen, also mindestens, also so um die 90 Minuten, eher mehr als weniger, kommt drauf an. Aber ja, das ist so mein Ziel, darauf nah zu arbeiten. Ich bin für den Spielfilm habe ich jetzt schon eine Idee, dann bin ich jetzt schon ein bisschen am Drehbuch schreiben, da haltet euch auf dem Laufenden und würde euch jetzt dann mal wieder mal ein Video online stellen, wo ihr ein bisschen auf das drauf hinweist. Aber jetzt möchte ich mich erst einmal auf so ein paar Kurzfilme konzentrieren, dass einfach ein bisschen Erfahrung sammle, dass sie sehe, was euch gefällt und ja, einfach eben mit ein paar Schauspielern oder ein paar Kollegen mehr oder weniger zusammen zum Arbeiten und schauen, wie es mit denen, wie es da geht, ob ich sonst wer brauche. Einfach schauen, ob ich vom Equipment her, ob das einfach lange, was ich habe, ob ich noch mehr brauche oder was ich selber basteln kann. Zum Beispiel ein Kameradolly, wo man eben hin und her fährt und so weiter. Sowas möchte ich dann selber basteln oder bauen, messen. Und ja, und so sollte ich eben da Erfahrung sammeln, ein bisschen mit so Kurzfilmen. Und ja, wenn ich das fertig habe, eben bis so in einem Jahr, zwei Jahre, möchte ich mit meinem richtigen Spielfilm anfangen. Entschuldigung. Und ja, ich möchte einfach, dass ihr mir ein paar Tipps geben, was ich so für Drehbücher schreiben könnte, also für Kurzfilme. Die sollten eben nicht zu aufwendig sein, weil ich eben kein großes Budget habe, also um was zu kaufen. Und ist das halt auch wirklich von dem, wenn ich jetzt einen Tod darstellen soll oder so, ist möglich, aber nicht, dass ich jetzt die Mods Schusswechsel und so weiter integrieren kann. Es geht sich einfach nicht aus vom Budget her und auch von dem, was ich kann. Es soll es so sein, dass ich das relativ alleine drehen kann, dass ich dann noch Mods Leute brauche, wo ich zahlen muss. Und wir wollen auch nicht so viel in der Postproduktion machen, also in der Nachbearbeitung am Computer, sondern wir möchten das wirklich so real wie möglich drehen, also so viel wie möglich in der Wirklichkeit drehen, ohne dass wir das nachhinein noch bearbeiten müssen, weil das kostet immer ziemlich viel Zeit und es ist auch ziemlich schwer stellerweise, das wirklich gut zu machen. Und ja, jetzt schauen wir, was daraus wird. Das Wochenende hocke ich mich mit zwei Kollegen nach und besprechen da mal was, ob wir da was finden. Und sobald wir was gefunden haben oder genaueres wissen, würde ich auf jeden Fall auch nochmal ein Video dazu machen, dass ihr das auch sehen. Und ja, sonst geht es eigentlich jetzt nichts mehr viel zum Zählen. Ich blende euch da oben im Eck mal wieder mein altes Video ein, wie ihr es eh schon kennt, das Format. Und halt mal was anderes, so heißt ihr auf Snapchat, nicht auf Instagram, sondern auf Snapchat. Und ja, wer Lust hat, mich zum Abonnieren, machen das gern. Wer das Video gefallen hat, wer noch mehr solche Videos zu Kurzfilmen, generell Kurzfilmen oder mein Spielfilm sehen will, der soll mich einfach abonnieren, einen Daumen nach oben geben. Und ja, wenn ihr eben Ideen habt für Kurzfilme oder auch für einen richtigen Spielfilm, könnt ihr natürlich auch gerne Ideen schreiben. Einfach unten in die Kommentare. Ich werde euch auch unten in die Infobox. Die ganzen Kanäle
ihn verlinken, wo ich bin. Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, alles unten in der Infobox haben wir verlinkt. Da ist dann auch immer mein voriges Video verlinkt, genau. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt ein schönes Wochenende. Und ja, das war's auch schon wieder. Und tschüss!